So, weiter geht's hier in dieser Route. Ich weiß nicht mehr, welche Route das ist. Oh, ich sehe schon eine Beere hier oben liegen. Eine Marombeere. Heilt Schlaf. Gut, Sarazinia kommt mal wieder nach vorne. Weil wegen Wanderer. Du hast keine Chance, du nerviges Balk. Ey, nicht immer diese beleidigenden Leute in Pokémon, die gleich am Anfang zu beleidigen. Giesbert. So. Kriegt er jetzt aber zurück, dass er mich hier beleidigt. Der kommt nicht ungeschoren davon. So. So. Und nochmal, ich habe schon wieder so gesagt. Sag ich ziemlich oft. Sollte mal ein anderes Wort ausdenken. Und ein Macholo. Da werde ich mal mein Chichi holen. Flügelschlag. Puh. Was ist passiert? Ja, siehst du nicht mit deinem großen Rucksack. Nicht wahr? So, dann muss ich wieder tauschen. So. Und schon wieder so gesagt. Trau dich ruhig mit mir zu kämpfen. Isolde. Sie hat ein Mauzi. Oh. Team Rocket. Die gehört bestimmt zu Team Rocket, ist nur verkleidet. Und will mir gleich meine Pokémon klauen. Deswegen werde ich Mauzi mal schnell besiegen. Gleich gewonnen-hittet. Das war zu viel des Guten. Da wird er. Schnell ins Pokémon Center. Ja. Heil meine Pokémon. Und dann gehen wir mal zu dem hier rüber. Ich habe für ein nutzloses Nugget 5000 Poké-Dollar bekommen. Ja, das ist auch nur zum Verkaufen da. Ihr Element macht manche Pokémon anderen gegenüber stärker bzw. schwächer. Oh, Niklas, ich habe schon nach dir gesucht. Ich bin es, der allzeit präsente Assistent von Professor Eich. Falls du bereits 20 Pokémon in deinem Pokédex hast, soll ich dir von Professor Eich eine Belohnung geben. Er gab mir diesen Ewigstein. Also, Niklas, ich frage dich, hast du mindestens 20 verschiedene Pokémon in deinem Besitz? Nein. Ich habe eine gute Idee. Komm wieder, wenn du 20 Pokémon besitzt. Ich habe dir dein Geschenk auch. Ich hebe dir dein Geschenk auf. Ewigstein ist einfach nur, dass ich das Pokémon nicht entwickeln kann. Solange es diesen Ewigstein trägt. Man kann aber auch einfach B drücken, um die Entwicklung zu verhindern. Braucht man keinen Ewigstein. Ich habe gehört, dass in Lavandia böse Geister spuken. Hohoho, ich kann mich hier verstecken. So, ich muss jetzt aber nochmal zurück. Mir ist gerade eingefallen. Achso, ich zeige euch das mal einfach. Erstmal gehe ich jetzt hier lang und hole mir die Meere. Ich habe sie nicht übersehen. Da können wir auch noch lang. Später, wenn wir Surfer haben, können wir da unten hin. Jedes Mal, wenn ich in einer Pokémon-Arena gekämpft habe, wurde ich besiegt. Da sage ich nur trainieren zu. Zeig mal deine Pokémon. Jana. Oh oh, ein Pikachu. Trunks, los. Damit das auch auf 30 kommt. Doppelteam. Wenn ich die Attacke einsetze, mag ich die. Aber wenn der Gegner die Attacke einsetzt, fällt mir das gar nicht. Vor allem, wenn er noch Donnerwelle dazu einsetzt. Ach genau, Trunks ist einfach so paralysiert. Das geht ja. Ach komm, Trunks, du brauchst doch jetzt nicht... Nochmal Doppelteam, yay! Pikachu, du machst mir Spaß. So, das hast du jetzt davon. Noch nicht mal K.O. gegangen ist es. Aber dafür hat Kratzer ihn erwischt. Oder sie, ich habe jetzt gar nicht aufs Geschlecht geguckt.
Pipi. Schon der Ruf hört sich an, als wenn es Pipi rufen würde. Also finde ich jetzt, zieht alle Aufmerksamkeit auf sich. Das ist aber nur gut für einen Doppelkampf. So, Blut. Und nochmal ein Kratzer da rein. Viel Lust habe, wenn es ein Metronom eingesetzt hätte. Ich mag auch wenn der Gegner Metronom einsetzt. Ich bin immer gespannt, was rauskommt. Ah, da ist nur Spotlight einsetzt. Was ihm hier absolut gar nichts bringt, was hier so gut wie Klatscher ist. Naja. Nein, nicht schon wieder. Ich habe einige Pokémaniacs in dieser Gegend gesehen. Oh, da ist wieder eine Beere. Eine Armrinderbeere. Felstunnel, Umleitung nach Lavandia. So. Und deswegen muss ich gleich nochmal zurück. Das Bild sieht ziemlich gut aus. So. Der Felstunnel ist stockdunkel. Nichts. Nur das Licht, was uns hier umgibt. Deswegen gehe ich jetzt hier raus und hole mir die VM Blitz. Dafür müssen wir zurückfahren nach Orania City. Badabam. Aber gut, dass das Fahrrad uns so schnell wie möglich überall hinbringt. Oh. Okay, dann muss ich durch das hohe Gras da oben. Ist hier ein Pokéball? Ja, ein Etter. So. Kaputt machen. Und da wir von Azuria City aus nicht zur Route 2 kommen, müssen wir durch den Diktatunnel. Da tue ich mal Razzinia nach vorne schon mal. So, gut, dass das mit dem Fahrrad ziemlich schnell geht. Ballam. Na. Ab zum Diktatunnel. So, jetzt sind wir gleich da. Und zwar hier, der Diktatunnel. Diktas Höhle oder Diktas Höhle. Das ist cool. Dikta hat einen Tunnel gegraben. Er führt direkt nach Vetania City. Die Melodie ist auch wieder wie so im Wald. Na, da kommt schon das erste Dikta. Ich werde es mir aber nicht fangen. Ich will jetzt nicht unbedingt ein Boden-Pokémon in meinem Team haben. Ich kann es ja besiegen. Kriege ich noch ein paar Erfahrungspunkte. Meistens hat es nämlich sowieso die Fähigkeit auswegslos. Da kann man nicht fliehen. Von daher muss ich es besiegen. Oder es besiegt mich, was ich aber nicht glaube. So, noch ein Dicker auf 21. Rangni. Intensität 4. Okay, das ist nicht viel. Aber... Oh, na gut, 3 hat das gezogen. Stimmt, Boden war nicht sehr effektiv auf Pflanze, okay. Und dann mit Gift, da es ja sehr effektiv ist, auf Gift und nicht sehr effektiv auf Pflanze, hebt sich das beides auf und dann ist es normal effektiv. Mal gucken, ob ich flüchten kann. Ja. Das hatte die Fähigkeit also nicht. Was kommt jetzt? Noch ein Dick da. Wer hätte es gedacht? Und die Treppe hoch. Im Felstunnel ist es stockdunkel und furchtbar gruselig, wenn nur ein Pokémon mit einem Blitz für Licht sorgen könnte. Dafür ist gleich gesorgt. Auch wenn ein Pokémon ausscheidet, kann es weiter Spezialtechniken wie zum Beispiel den Zerschneider anwenden. Ich suche nach Abra, tausche es gegen Pantimos? Nein, tut mir leid, ich habe leider kein Abra zur Verfügung. Und auch keine Lust auf ein Pantimos. Kann
kann man sich jetzt hier Blitz holen? Ah, genau. Sobald eines deiner Pokémon Blitz erlernt hat, kannst du dich in den Felstunnel wagen. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eichs Assistent. Wenn du mindestens 10 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. Form 05. Oh, ich habe erst 7 gefangen. Nein, ich kann mir das nicht fangen. Holen. Okay, ich pausiere den Park mal eben und fange mir 3 Pokémon ganz schnell mal eben. Der Vetania-Wald ist ja gleich in der Nähe. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit der Form 05 Blitz. So, da bin ich wieder. Ja, ich habe mir jetzt noch 3 Pokémon gefangen, und zwar Hornliu, Kokuna und Radfratz. Habe meine Pokémon aufgeheilt, Pokémon Center, weil Trunks war ja paralysiert. Habe mir ein paar Pokébälle gekauft und habe 2 Items gefunden, und zwar Etta und Paraheiler. So, jetzt gehen wir mal wieder zu ihm. Wenn du mindestens 10 verschiedene Pokémon gefangen hast, ja, ich habe 10 verschiedene Pokémon gefangen. Einfach klasse, hier, das hast du dir redlich verdient. So. Mit der Form Blitz kann man selbst die dunkelsten Höhlen erhellen. Beutel. VNT-Box. Blitz. Perfekt, Paras kann Blitz erlernen. Maschine bereit. Und drücken, 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 drücken. Zack. Paras erlernt Blitz. So, Paras wird hier genötigt und kommt hier die ganzen VMs aufgezwängt. Aber naja, so ist es nun mal, wenn man an einem Paras ist. So. Dicter. Dick 3. Auf 29. Ach, das ist so verlockend, das in mein Team zu tun, aber nein, danke. Frag mich sowieso, wie es kratzen kann, wahrscheinlich mit seinen Nasen. Das hat solche spitzen Nasen und deswegen kratzt mich das dann. Oh, es hat überlebt. Obwohl Dittri nicht schlecht gewesen wäre, aber ich will kein Boden-Pokémon in meinem Team haben. So. Und wie viel gibt mir das? 633, cool. Das hat sich ja gelohnt. Dick da. So, kann ich fliehen? Seiner Flucht mit auswegslos. So. Jetzt schnell zur Höhle hier raus. Damit ich nicht diese ganzen Diktas hier besiegen muss. Tschüss, sagte ich. Flucht unmöglich. Hihihi. Och, schade, es wäre so cool gewesen, wenn ich geflüchtet, wenn das Flüchten geklappt hätte. Dann muss ich es wohl besiegen. Bevor es mich besiegt. Also bevor es mein Sarazenia besiegt. So. Ja, Level 29. Und komm schon. Oh, ich mag Höhlen nicht, weil man da nie weiß, wann Pokémon kommen. Verhindert eine Flucht mit Auswegslos. Muss ich sie mit Rankengift besiegen. So. Oh, wie lange ist die Höhle denn noch? Die kommt mir immer länger vor. Mein Gott, die war doch eben noch nicht so lang. Da kann man ja flüchten. Hm. Blödes Dick da. Oh komm, wie lange ist die Höhle denn noch? Das ist doch... Verarsche ist das doch. Flucht unmöglich. Nein, nein. Bitte nicht, Dick da, bitte nicht. Gut. Rankenhieb. So.
Ja. Ach, geschaut, das war ja unmöglich, diese Höhle. So, und jetzt wieder zurück zu zum Felstunnel und dann ab in den Felstunnel. Erstmal meine Pokémon heilen. So. Ja, hier lang. So, jetzt hier lang. So, und der Rest geht jetzt ja schnell. Müssen wir noch mit dem Fahrrad fahren. Man ist doch gar nicht so langsam mit dem Fahrrad hier. Ich dachte, das wäre irgendwie. Das kam mir am Anfang so langsam vor. So. Hier runter, dann hier hoch, dann hier lang. So, siehst du mal, dann brauche ich mir noch nicht mal ein extra Pokémon zu fangen, um Blitz einsetzen zu können. Habe ich Paras gleich missbraucht und um Blitz einzusetzen. So. Steig mal vom Fahrrad ab. So. Blitz. Ah, schon noch schon viel besser. Freie Sicht. Kleinstein, Kleinstein. Hier begeben wir aber leider kaum EP, von daher fliehe ich. Meine Pokémon wollen kämpfen. Los. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Pokémon. Das ist ja noch nie. Was passiert? Pokémon jagt Torben. Rankenhieb. Och. Eine Kopfnuss gibt es mir. Dann gebe ich ihm jetzt Säure. Leckmon. Das ist auch ein Wasser-Pokémon. Das hat so einen dummen Ruf, finde ich. Aber, das war gerade die Fleckmann-Polizei-Sirene. So. Game over. Genau. Ein Hollow. Hallo, mach hallo, mach hallo. Nein, nein, nein. Oh, da liegt ein Pokéball. Och, ich wusste doch, dass ich irgendwas noch übersehen werde. Oh, ne, ich auf Level 13. Sag mal, wie schlecht sind die Pokémon hier? Ja gut, dann setze ich mal einen Schutz ein. Feuerheiler. Ich hoffe, ich habe einen Schutz. Nein, ich habe natürlich keinen Schutz dabei. Muss ich zurücklaufen, wenn ich will unbedingt wissen, was das für ein Pokéball ist. Was es für ein eine TM, für ein Item ist. So. Schutz, oh ja, ganz toll. So, ich glaube, ich beende den Part hier mal, denn der Felstunnel wird noch ziemlich lange dauern. Ich hoffe jetzt nicht, dass er sich noch auch noch wieder so in die Länge zieht, wie der Diktatunnel, der eigentlich doch ziemlich klein eigentlich war, aber der sich dann doch in die Länge gezogen hat. Ich glaube, 3 Minuten waren wir da drin, obwohl der gar nicht so groß ist. Ja, willkommen, wollte ich schon sagen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich hoffe, dann im nächsten Part sind wir auch wieder aus dem Felstunnel raus, weil ich mag den Felstunnel absolut nicht. Ihr seht ja, überall wimmelt es vor Pokémon und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.